zu meinem diesmonatigen Blog. Ich habe mir lange überlegt, was macht man denn in so einem Blog, und ich habe mir gedacht, wir haben viele Anfragen auf Facebook, wo ich mir gedacht habe, die werde ich jetzt beantworten. Ich fange an mit der ersten Anfrage. Eine Franziska S. aus L. möchte gerne wissen, Herr Oberkommissar Obermoser, wie gelingt es Ihnen, dass Sie mit so viel Sexappeal ermitteln können? Ich möchte dazu ein paar Dinge klarstellen. Sexappeal, liebe Franziska S. aus L., ist natürlich eine Sache, die wird einem von Natur aus gegeben. Ja. Ich sage, dazu gehören natürlich Elemente wie eine gewisse erotische Nutzfläche, die ich an sich schon von Haus aus mitnehme. Des Weiteren ist natürlich meine offene, freundliche Art und Weise eine Sache, die sehr wichtig ist auf der Außenwirkung, also in Bezugnahme auf die Außenwirkung auf das weibliche Geschlecht. Ich muss allerdings vorweg schicken, wie Sie alle wissen, ich habe mein Herz der bayerischen Polizei versprochen. Insofern, liebe Franziska S. aus L., sollte das jetzt eine gewisse Anbahnung einer, wie soll ich sagen, beziehungsähnlichen Struktur sein, dann muss ich ganz klar abwehren und sagen, dafür habe ich keine Kapazitäten. Ja, also ich habe mich ganz und gar der bayerischen Polizei versprochen. Ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich. Also, wie gesagt, kurzum, sexuelle Ausstrahlung, erotische Ausstrahlung, das sind Sachen, liebe Franziska. Ich kann dir nicht sagen, wie ich es mache. Man hat es oder man hat es nicht. Ja, in diesem Sinne, pfiat euch. Servus. So ein Schmarrn. Immer so ein Schmarrn, dass die Leute fragen. Schreiben Sie mir, ich gehe auf alle Ihre Fragen ein und freue mich sehr. Wie Sie sehen, ich habe mir inzwischen ein großartiges Büro eingerichtet und da ist natürlich viel Raum, Ihre Fragen zu beantworten. Habe ich einen Wurstsalat zwischen die Zähne. Entschuldigung. So, ja, also scheuen Sie sich nicht, melden Sie sich, liken Sie uns, teilen Sie uns. Vergrößern Sie den Einzugsbereich der bayerischen Polizei auf dieser sozialen Plattform. Okay. Also mir ist das lieber, Sie machen das so, als dass Sie irgendwelche Leute sagen, Sie sollen mir ein halbes Bier trinken, weil also das ist eher ein Schmarrn. Okay. In diesem Sinne bedanke mich bei Ihnen und bin mir sicher, wir werden uns alsbald wieder treffen. Das ist eine monatliche Institution und ich freue mich auf Ihr Feedback. Okay. Also in diesem Sinne. Salute, Servus, pfiat euch und Prost.